Moin, liebe Nerdgemeinde. Marvel hat ihre Zukunft des MCUs veröffentlicht, nämlich die Phase 4 wurde auf der San Diego Comic-Con bestätigt. Also seht ihr jetzt erstmal, was so demnächst in der Zukunft kommen wird. So, der erste Film, der erstmal bestätigt wurde von Marvel in der Nacht auf der San Diego Comic-Con, war natürlich The Eternals, unter anderem mit Angelina Jolie und Richard Madden in den Hauptrollen und vielen weiteren mehr. Kein Keanu Reeves, Regie Chloe Zhao, und der wird 6. November 2020 in die Kinos kommen. Als nächstes wurde dann The Falcon and the Winter Soldier, wo wir eigentlich schon wussten, dass diese kommen wird, bestätigt. In den Hauptrollen natürlich wieder mit Anthony Mackie, Sebastian Stan und Daniel Brühl als Baron Zemo. Diese wird dann auf Disney Plus erscheinen im Herbst 2020. Die nächste Bestätigung hat mich auch natürlich nicht verwundert, das wussten wir auch selber, dass Shang-Chi kommen wird, aber nicht der Master des Kung-Fu, sondern And the Legend of the Ten Rings. Also wird dieses Mal der reale Mandarin eingeführt, Leute. Wahnsinn, ich bin gespannt, ist ein starker Charakter, und dieser wird dann in den 12. Februar 2021 in die Kinos kommen. Dann werden wir zu Gesicht bekommen am Frühling 2021 auf Disney Plus die Serie WandaVision. Und das wird die Geschichte natürlich um Wanda, Maximoff und natürlich Vision zeigen. Die Frage ist nur, wie wird das mit Vision weitergehen? Wir wissen ja, nach Infinity War ist er ja gar nicht mehr aktiviert oder am Leben. Und es soll wohl ein kleines Crossover sein zu Doctor Strange. Also sind wir sehr gespannt, wie das da weitergehen wird. Und ja, dann kommen wir zur nächsten Bestätigung. Natürlich hat die Serie Loki auch noch ihr neues Logo bekommen, die wir jetzt hier sehen können. Und diese wird dann auch auf Disney Plus erscheinen, auch Frühling 2021. Und es soll wohl so sein, wo Loki den Tesseract 2012 bekommen hat, was wir gesehen haben in Avengers Endgame. Da wird das dann weitergeführt. Wir sind gespannt, wie sich das überhaupt entwickelt und was wir da sehen werden. Es wurde ja vor kurzem schon bestätigt, dass wir einen Doctor Strange 2 bekommen werden. Dieser wird den Titel haben In the Multiverse of the Madness. Also wisst ihr, wer so ein bisschen das Spider-Man. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, dass das Multiversum natürlich dann stattfindet und dass diese wohl mit WandaVision sehr connected sind. Also werde ich dann gespannt sein. 2021, 7. Mai, wird ja in diese Kinos kommen. Dann gab es eine kleine Überraschung, es wird nämlich eine erste Serie, also die erste animierte Serie in MCU geben, nämlich What If? Was wäre wenn? Mit vielen Sprechern aus dem MCU, die sich als Sprechtalente jetzt nun hier zeigen werden. Diese wird auf Disney Plus erscheinen im Sommer 2021. Dann werden wir auf jeden Fall die Serie sehen auf Disney Plus im Herbst 2020, Hawkeye. Das wird wahrscheinlich die Geschichte erzählen mit Jeremy Renner als, wohl ist ja noch Hawkeye nach Avengers Endgame, aber war ja auch ganz kurz eigentlich Ronan, dass er dann Kate Bishop ausbilden wird. Und ich bin da sehr gespannt, weil Kate Bishop ist eine sehr interessante Charakterin. Ein weiterer Film, der natürlich bestätigt wurde, ist Black Widow. In der Hauptrolle Scarlett Johansson als Natascha Romanoff, soll wohl die Ereignisse zeigen, was in Budapest abging. Und wir werden auch den Bösewicht Taskmaster sehen, der ein sehr unterschätzter Bösewicht eigentlich ist, aber der wohl seine sehr, sag mal, Kräfte zeigen kann, und ab 1. Mai 2020 in den Kinos. Der nächste Titel überraschte mich eigentlich sehr, weil wir von Thor nämlich jetzt den Titel bekommen werden, Love and Thunder. Das wird der Thor 4 Titel sein, natürlich in der Hauptrolle mit Chris Hemsworth, und Regie wird natürlich Taika Waititi führen, der dann wieder diesen Regiestuhl einnehmen wird. Natalie Portman werden wir sehen und Tessa Thompson, also es kann sein, dass vielleicht Natalie Portman, aka Jane Foster, vielleicht der weibliche Thor in diesem Film werden wird. Wir werden wohl unter anderem auch wieder Quark sehen, und ich will auch mal erstmal überhaupt wissen, wie es einfach mal den Guardians of the Galaxy weitergehen wird, und 2021 am 5. November wird es soweit sein. So, aber dann, Leute, kam so ein bisschen das Mindblowing. Es wurde ja erklärt von Kevin Feige, dass wir irgendwann mal wohl vielleicht Fantastic Four oder natürlich die X-Men sehen werden. Und was wurde bestätigt, das ist unglaublich, nämlich der Film Blade. Wir werden den Vampirjäger wieder sehen. Natürlich nicht mit in der Hauptrolle als Wesley Snipes als Blade, sondern einfach wird es dann sein Mahershala Ali, den wir kennen aus Green Book. Ein sehr guter Schauspieler, der auch meiner Meinung nach passen wird. Wann dieser erscheinen wird, ich denke mal 2022, und dann wird das wohl der Abschluss sein von Phase 4. Ja, Leute, das war mein Video gewesen über die Filme und Serien, die jetzt kommen werden, die sie Phase 4 einläuten werden. Und ja, ich hoffe mal, euch hat das kurze, knackige Video hier gefallen. Ich würde mich über ein Abo, über ein Like natürlich freuen. Ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!